Hallo, ich bin der PG2000 und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Show. Heute zu dem neuesten Wohnhaus in Mine City, was ich zusammen mit einem anderen Bauer quasi in Minecraft Bauer, genau, baue. So, dazu gehe ich erstmal runter. Dies ist eine Wohnung für sechs Familien, also quasi sechs Familienwohnungen, und diese Wohnung werden wir jetzt in Form eines Let's Shows durchgehen. So. Es fängt an. Den Keller werde ich jetzt nicht großartig zeigen, da da noch Änderungen zu machen sind. Also der Keller im Voraus schon mal. Es wird hier nicht ein Keller sein, in dem man reingehen kann und seine Sachen lagern kann, ne? Also das muss man in der Wohnung machen. Der Keller ist nur da, um die Technik halt zu machen, so, ne? Gut. Also damit man schon mal im Voraus weiß, wozu der Keller eigentlich dient. Ja. Die haben noch keine Türen, die Wohnungs... Also die Wohnungen hier, weil sie auch noch nicht fertig eingerichtet sind und wahrscheinlich auch nicht eingerichtet werden. So, jetzt hängt das aber gerade mal eben so und ich weiß nicht warum. Was ich aber gerne mal machen würde, ist die Moment, Grafik also und die maximale Bildrate möglicherweise auf 130. Ob es dann nicht besser wird? Naja, besser wird es nicht unbedingt, aber viel besser. So, ja, also das sind halt einer dieser Wohnungen und diese Wohnung ist halt noch sehr klein, ne? Also, aber immerhin, hier kann man schon drin wohnen. Hier spiegelt sich das Ganze halt auf der anderen Seite, nur dass ihr halt, hier könnt ihr mal sehen, wie das Ganze so aussieht, ohne Sachen, Mauern und so, aber das wird noch. Jetzt sind wir im zweiten Stock. Hier ist es anders, da ja hier der Boden leider um eins zu tief ist, muss ich hier eine Treppe hin machen. Aber eigentlich kann man das trotzdem so lassen. Und ja, also hier ist eigentlich auch nicht wirklich viel anders, ne? Und hier halt das Gleiche. Zack. Ne, also diese Lampen, die sind jetzt nur da, um wegen der Beleuchtung, also dass hier keine Fledermäuse reinkommen und ich wollte halt keinen Glowstone, ich wollte diese Lampen haben. Gut, jetzt sind wir in der letzten Etage, also hier, so sieht das Ganze aus, wenn es halt noch nicht fertig ist, ne? Also ich bin dabei halt hier noch so ein Pool oder so reinzumachen, extra in der obersten Etage, dass das so ein bisschen luxuriöser ist. Also hier kommen keine Häuser hin, es wird wahrscheinlich auch nur eine Vierfamilienwohnung. Und hier kommt dann halt so ein Aufenthaltsplatz oder sowas hin, ne? Also das wird dann hier quasi dann schon fertig sein. Gut. Vielleicht. So sieht das Ganze halt von vorne aus und wir haben natürlich auch noch Garagen hier, ne? Also das ist, die Garagen, die sind folgendermaßen, das Ganze ist so, hier wird ein System hinkommen, da betätigt ihr den Schalter und das ist eigentlich nur ein Luftverteiler quasi kann man das nennen. Also hier strömt halt Luft raus und dahinter stecken halt sehr tolle Sachen hinter diesem Mauerdingens hier. Und dann hört sich das halt so an, als würde hier wirklich belüftet werden. Hier ist das Licht. Und hier auf der, in der anderen Seite ist das halt noch nicht fertig, ne? Also das kommt halt noch hier so. Und ja, das Haus ist auch noch aus dem Grund nicht fertig, weil, oder die Wohnung, weil hier noch ein Weg hinkommt, der so ein bisschen hoch geht und hier ein Garten, ne? Und das wird, also es wird so sein in Mine City, also wir bauen Straßen in verschiedenen Höhen, Gebiete und vielleicht wird es sogar Mine World. Und dann kann man hier halt, ist ja halt so eine große Wiese, die geht so ganz nach oben und ganz da oben ist nochmal die nächste Straße, ne? Also so müsst ihr euch das immer nicht vorstellen. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Und das Haus an sich hat noch keine schöne optische Form, ne? Also das liegt einfach daran, weil das Haus ist halt noch nicht so, das ist noch nicht so fertig, kann man es nennen, ne? Und wir sind halt am Überlegen, ob wir das hier nicht so machen, dass hier halt so ein Hebel ist und dass dann die Garagen und Tore so hoch gehen. Ja, das ist halt dann gut, machbar. So, mehr haben wir eigentlich hier nicht, ne? Und jetzt kommt nochmal ein 360-Grad-Rundflug und ja. Oh, jetzt bin ich abgestürzt hier. Ihr seht auch, die Form des Hauses ist ein bisschen eigenartig, ne? Also, das liegt aber noch daran, weil das Haus hat einfach noch keine optische richtige Form. Deswegen sieht es einfach so aus, ne? Gut.
Und hier kommt ja sowieso eine Wiese hin und so, das sieht dann alles ein bisschen besser aus. Und hier kommen auch nochmal Sachen hin, hier kommen nochmal Leitungsrohre und sowas an die Wand, damit das alles nochmal optisch noch ein bisschen besser aussieht. Ne? Also. So, jetzt kommen wir natürlich erstmal zur Beleuchtung. Und zwar hier. Die Beleuchtung, das sind eigentlich nur zwei Sachen oder drei, vier, je nachdem. Die Beleuchtung, die Außenbeleuchtung wird hier durch diesen Hebel gesteuert. Das heißt, die geht halt aus und dann geht sie halt an. So, hier sind halt, hier die Decke, die ist auch noch nicht ganz pronto, also die ist auch noch nicht ganz fertig und die geht aber auch in jeder Etage, ist immer ein Schalter. Das ist zwar ein bisschen nervig, immer wieder einen Schalter zu schalten oder einen Schalter zu, oder Hebel halt zu betätigen, aber naja, immerhin. Gut, das ist eigentlich alles, was wir haben machen wollen hier und zeigen wollen vor allen Dingen. Und hier kommt noch ein Sicherungskasten, also hier kommen noch Sicherungskästen und sowas und das müssen wir halt noch alles gucken, ne? Vielleicht verwenden wir auch dafür bestimmte Texturen, Packs oder so, aber gut. Ja, und dieses Ganze wird halt dann kopiert und in eine andere Welt eingefügt. Genauso wie hier unsere anderen Sachen, das kommt halt alles dann noch, ne? Gut, ich bedanke mich fürs Zuhören und ciao, wir sehen uns dann irgendwann.